Hey ho ihr alle, ich bin's wieder, euer Acid Art. Diesmal wieder in der Runde Black Ops auf der Karte Radiation. Team Deathmatch. Ja, Team Deathmatch ist sehr schön. Ich mag Team Deathmatch eigentlich am liebsten. Simpel und es macht Spaß. Also, so viel Spaß wie Black Ops machen kann. So, ich habe die AUG dabei. Und ja, darauf gehe ich jetzt eigentlich immer. So, den da oben, den sehe ich. Denke ich mir, wow, 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 der ist da bestimmt. Und dann kommt ein kleines bisschen, guckt er mit seinem Kopf raus. Und dann ist er tot. Da ist er tot, da ist er tot. So, wie geht's euch, meine Lieben? Nach dem ganzen Schlamassel hier mit dem Wolverine zusammen, habe ich mir mal gedacht, bevor ihr denkt, dass ich voll der übelste Loser bin, hier bei Black Ops, habe ich mir gedacht, lade ich mal ein richtiges Spiel hoch. Statistik könnt ihr euch am Ende überraschen lassen, aber es ist eine ziemlich gute, meiner Meinung nach. Ja. Ich habe mir jetzt was bestellt. Ja, da bin ich auch schon ganz nervös drauf. Ich habe mir eine Asus GeForce 560 Ti bestellt. Die ist ganz leicht übertaktet. Ich weiß nicht, irgendwie 20 MHz übertaktet. Ich weiß auch nicht, was das bringt, aber ich habe mir gedacht, naja, gut. Nimmst du einfach mal, kann ja nicht schaden. So. Die habe ich mir geholt. Dazu kaufe ich mir eine neue Festplatte. Da habe ich auch mal direkt eine Frage an euch. Also das ist die Samsung SpinPoint F4 in der Echo-Variante. So, und die hat 5400 Umdrehungen und ist 2 Terabyte groß. So, da habe ich mal eine Frage. Die wollte ich eigentlich hauptsächlich dafür benutzen, dass ich Videos darauf speichere, die ich mit Fraps aufgenommen habe. Ich habe mich jetzt ziemlich schlau gemacht. Die meisten Leute, weil die hat nur 5400 Umdrehungen, und die meisten Leute meinten, das wäre nicht so schlimm. Meinten, dass das auch so funktioniert mit dem Aufnehmen. Nur hier habe ich es total vermasselt. So, und hier warte ich jetzt, weil ich denke, oh, die müssten ja kommen. Und dann sehe ich, wie die dann da oben die Treppen hochgehen und denke mir so, oh Mann, ey, vor allem beide gehen die Treppen hoch. Naja, egal, überrasche ich sie von hinten. So, und mit den 5400 Umdrehungen hoffe ich, dass das alles funktioniert. Das sind 2 Terabyte, ich wollte nämlich eine große haben. Und die kostet irgendwie 60 Euro, da habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf, holst du einfach. Und ich meine, wenn es wirklich nicht klappen sollte, was ich jetzt nicht hoffe, weil viele Leute haben gesagt, es kommt auf andere Faktoren an, zum Beispiel der Cache, wie groß der ist. Und ja, aber ich denke, dass das alles hinhauen wird. Die Festplatte, die hat im Gegensatz zu anderen Festplatten, die 5400 Umdrehungen hat, hat die trotzdem eine gute Schreibgeschwindigkeit. Und ja, ich denke, das wird schon hinhauen. Also im Gegensatz zu anderen 5400ern ist sie schon etwas gehobener und kann sogar mit manchen 7200ern mithalten. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass es funktioniert. Wenn nicht, werde ich mir wohl doch eine andere noch holen. Ich weiß nicht, aber jetzt wohl erstmal nicht in nächster Zeit. Ich habe die eigentlich hauptsächlich dafür geholt, wenn Diablo 3 rauskommt, was ich mir auf jeden Fall kaufe und was ich wahrscheinlich die ganze restliche Welt auch kaufen wird. Da wollte ich nämlich ein komplettes Let's Play machen. Komplett, egal was ich da tun werde, ich werde es aufnehmen. Und wahrscheinlich wird Wolverine da nicht mitspielen, weil der Wolverine steht nicht auf sowas. Der steht eher auf Actionspiele. Wobei, ich werde mal versuchen, ihm da ein bisschen was näher zu bringen, weil Diablo, das ist ja schon eine Klasse für sich, das muss man schon mal sagen. Das ist sehr süchtig machend und ich denke, vielleicht habe ich Glück und er wird es sich auch holen. So eine hohe Anforderung an den PC hat es ja jetzt nicht. Und ja, ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, könnt ihr sagen, hey Wolverine, guck dir mal Diablo an, komm, kauf das mal, spiel's mal mit dem Asset. Aber ich habe schon gesagt, so viele Leute, wie sich das kaufen werden, da werde ich auf jeden Fall genug Leute haben, die mal mit mir spielen. Und ja, des Weiteren, ey Leute, mir ist so langweilig. Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Ende des Monats kommt Battlefield raus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Open Beta spielen soll die ganze Zeit. Oder ob ich jetzt Black Ops spielen soll, aber da kommt auch Modern Warfare 3 raus. Das ist irgendwie alles nicht so das Wahre. Ich habe jetzt sogar überlegt, ob ich wieder die StarCraft 2 Kampagne, ob ich da weiterspielen soll. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, ich lasse euch... Wenn ihr Wünsche habt, sagt mir, was ihr wollt. Was wollt ihr von mir? Was soll ich tun? Ich raste die auch ziemlich aus. Ich glaube, jetzt sterbe ich, oder... Nee, sterbe ich gar nicht. Ich töte die. Ich raste voll aus. Ich raste aus. Er sitzt da. Ja, und hier denke ich mir, scheiß Waffe, toll, was soll denn der Kack?
Dann habe ich gedacht, naja, okay, gucken wir mal, welche Maus ist das? Nein, ich bin weg. So, dann nehme ich mir die. So, dann geht's auch weiter. Also wie gesagt, wenn ihr Wünsche habt, sagt es mir bitte. Ich bin im Moment in der Phase, wo ich keinen Bock auf Black Ops habe, weil Modern Warfare 3 rauskommt. Ich habe keinen Bock auf Battlefield Open Beta, weil ich will das richtige Spiel spielen. So, und den Typen verarsche ich jetzt. Der denkt jetzt, boah, der kommt bestimmt von der Ecke da und campt sich da in die Ecke. Aber nein, mein Freund. Und da kriege ich auch direkt die 8er Abschussserie. Woo, den Helikopter. Den hole ich sofort. Und denk mir gerade so, boah, scheiße, 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 scheiße. Komm, letzter Kill. Kriegst du den letzten Kill? Und ich wäre nicht Asset Art, wenn ich ihn nicht kriegen würde. Und komm, kriegst du ihn. Bam, Junge, in the face. So, das war's. Letzten Kill gemacht, habe ich sogar noch eine Belohnung bekommen. Da ich mit dem Helikopter den letzten Kill gemacht habe, habe ich anscheinend noch nie geschafft. Ja. So, sieht man jetzt mal die Statistik oder muss ich die einblenden? Okay, ich muss die einblenden. Bam! 17-4 Statistik. Eines meiner besseren Spiele. Nicht, dass ihr denkt, dass ich immer so ein Loser bin wie in diesen Teilen mit Wolverine. Ich weiß auch nicht. Ich sag ja, mit Wolverine spiele ich irgendwie schlechter. Und ja. Wünsche ich euch viel Spaß. Und schreibt drunter, was ihr von mir sehen wollt. Ciao, ciao.